Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creatures of Ava. Ja, ich werde gar nicht lange drum herum reden. Wir sollen ja mit Nimna, glaube ich, heißt er, sprechen. Du hast mich gerufen. Starkbein, erinnerst du dich an den Waisenstein, den wir neulich in den Ruinen gefunden haben? Der Monolith mit dem zerbrochenen Mosaik? Was ist damit? Aha. Ich hab dir ja gesagt, dass es noch mehr davon gibt. Aber ich wusste nicht, dass einer hier im Grasland steht. Cool. Den sollst du dir ansehen. Das ist bestimmt ein wertvoller archäologischer Fund. Ich komme aber nicht dran, solange die Welkeblüte noch da ist. Versteh das bitte nicht falsch, aber ich hab noch einiges zu tun. Du weißt schon, Kreaturen retten und so. Willst du denn gar nicht sehen, wozu der Nafita fähig ist? Du meinst, der Waisenstein verleiht dem Nafita eine neue Fähigkeit? Ja, genau wie beim letzten Mal. Dieser alte Stock hat sich als ziemlich nützlich erwiesen. Na gut, wo ist der Waisenstein? Juhu, zeig mir deine Karte, dann zeichne ich es dir ein. Schick mir ein Ohol, wenn der Weg frei ist. Ich Mensch, ich nicht sprechen Wortlied, Nima. Oh, stimmt ja. Hier, nimm dieses Funkgerät. Weißt du, wie man das benutzt? Aha. Man drückt erst hier auf den Knopf und dann schreit man Codewörter rein. Bravo, Charlie. Roger, Roger. Roger, Roger, Roger. Du bist ein echter Profi. Ich ruf dich an, wenn die Waisensteinkammer frei ist. Okay. Irgendwie habe ich so ein bisschen im Gefühl, das könnte endlich mal... Da hinten ist noch ein Fragezeichen. Das wird eine neue Quest sein. Irgendwie habe ich es im Gefühl, das könnte endlich mal vielleicht tatsächlich ein Update von unserem Stab sein, sodass wir... Vielleicht, ich weiß es ja nicht, mehr Blüten, also die gelben Blüten vielleicht auch kaputt machen können. Ja, irgendwie kommt das hier nicht näher. Bin ich denn hier? Dem Weg weiter folgen und dann nach rechts. Ich hätte auch porten können. Toll. Es ist ja nett. Danke, dass ihr mir das jetzt sagt. Na gut, dann gehen wir jetzt zu Fuß. Wir sind jetzt sowieso schon bei der Hälfte, dann können wir den Rest jetzt auch noch gehen. Ich weiß auch ziemlich genau, wo das steht, nebenbei bemerkt. Das ist nämlich das, wo wir durch... Na gut, da hinten kommen wir natürlich nicht durch. Wir müssen durch das Wasser warten. Aber wir können hier mal eben die eine Blume noch mitnehmen. Auf der anderen Seite waren auch noch zwei, aber die lasse ich jetzt mal da. So, ja, wir hatten das ja vorher schon so ein bisschen erkundet, beziehungsweise zumindest gesehen, dass hier sowas war. Da haben wir mehrere Blüten. Dann können wir jetzt direkt mal hier diese Umgebung machen. Boah, das ist so geil, dass das jetzt doch um einiges schneller ist, ne? Aber wo sind hier die Tiere? Ich sehe hier nirgendwo Tiere. Also hier die Kreaturen, die uns theoretisch helfen könnten. Sind das die... Ne, das sind die gelben, ne? Das sind nicht die... Ja, ja. Oh, 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 oh. Die kann ich nicht machen. Und nu? Scheiße. Hier nicht hoch? Kommen die hier hoch? Hier komme ich ja auch nicht ran, ne? Wie soll ich denn das Welken entfernen? Ich muss doch hier hin, oder nicht? Alter, ich dachte gerade, die kommen jetzt doch hier hoch. Oh! Kann ich auch nicht machen.
Ja, Hammer. Achso, Moment hier. Lima, come in. That sage stone you want to look at is all clear. Message, Roger. I am Oscar Michael, ETA quite soon. Over and also out. Sometimes I can't tell if Neymar is making fun of humans or trying to be one. Oh, sag mir bitte, ich krieg ein Upgrade. Da waren jetzt so viele Sachen, die ich nicht machen konnte. I can't believe this was here the whole time. Oh. Let's see what this sage stone shows us. Another mosaic. Let me just. Dein Ernst? Moment. Nein, das will ich ja nicht. Ich will das andere haben. Hallo, kann ich hier irgendwie raus? Ah. Das wollte ich nämlich haben. Obwohl, muss man das. Nee, das muss man. Wie konnte ich das nochmal drehen? Moment. Ach so, voriges Teil, nächstes Teil. Ah, okay. Linker Stick zum Bewegen. Ach, so war das mit dem Drehen, genau. Ich denke nämlich, dass das. Ich habe keine Ahnung. There aren't that many pieces. How can I be so stuck? Dass das so ist? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich kann nicht viel darauf erkennen, jetzt gerade, ehrlich gesagt. How could I fit the pieces together? Nee. Ach, halt doch mal die Klappe, damit ich mal gucken kann hier. Ich denke, das ist so rum. Ich hoffe, der steht jetzt nicht auf dem Kopf. So, das ist auf jeden Fall so rum. Was mich nur ein bisschen wundert. Weil eigentlich müsste das ja so sein. How can I be so Oder laufen die so da hoch? Das kann auch sein. Weil sonst würden die auf dem Kopf stehen. Oder? Ist das so? Das kann vielleicht. Das müsste eigentlich sein, oder? How could I fit the pieces together? Ach, halt doch mal die Klappe. Du gehst mir auf die Nerven. Was ist das für eine komische Truller hier? Moment, wenn das kaputt ist. Ich würde jetzt eher sagen, das ist unten, aber. Die gehören auf jeden Fall zusammen. So viel dürfte. Nee, die gehören nicht zusammen. There aren't that many pieces. How can I be so stuck? Ja, ey, kann man das irgendwie abschalten? Die ist sowas von nervig. Nee, die gehören zusammen, glaube ich, oder? Nein, jetzt komme ich da wieder nicht hin. Ach, ja, ist ja gut. So. So. Moment. Wenn wir das jetzt einmal haben. Kann aber sein, dass das jetzt einmal komplett gedreht werden muss. Aber die passen auf jeden Fall schon mal zusammen. Dann. Das ist nicht daran. There aren't that many pieces. Ey, man kann sich hier nicht konzentrieren. Die Trolla hält nicht einmal die Klappe. Nicht für 5 Sekunden. So, ich würde sagen, das müsste nämlich mit dem. Nee, Moment. Wo bin ich denn jetzt hier? Da. How could I fit the pieces together? Gar nicht, wenn du die ganze Zeit nur die Fresse aufreißt. Jetzt mal ganz ehrlich. Nee, ich glaube, das ist so rum, ne? So rum sieht das gut aus. Das ist auf jeden Fall zusammen. Und das ist hier unten von. Oder? Gehört das hier zu? So richtig annehmen tut er das ja nicht. Ich dachte, der setzt das dann immer zusammen, wenn es richtig ist, aber anscheinend nicht. Das ist hier links. Da komme ich nur gerade nicht hin. So. So. Ja, dreh dich nur ein bisschen. So. Komme ich hier wieder nicht rum. Nein, ich will die Mitte haben. Ach, die Mitte kann man gar nicht verschieben, oder was? There aren't that many pieces. Ah, jetzt nimmt das aber an. Okay. Dann das. Das. So.
Wenn man versucht, das dumme Gelaber zu ignorieren, dann klappt es irgendwann. Ich meine, es ist ja okay, wenn die was sagt, aber ganz ehrlich, das ist ja nervig, wenn die wirklich alle paar Sekunden hier nur am Reden ist. More Antares. They look happy. The Antares in their ways. So much of it is unknown to us. They cracked mountains. They created rivers where before there was only stone. Das sieht gut aus. Christ schwächt das Welken für eine begrenzte Zeit und verbessert die Absorptionskraft des... Ah, die geht dann auf, okay. Des Nafita. Gelbe Welkeblüten sind immun gegen Absorption, wenn sie nicht von Christ betroffen sind. Also quasi infiziere ich die sozusagen. Um eine Kraft einzusetzen, musst du mit einem verwelkten Wesen verbunden sein. Was? Drücke LT, um dich mit einem verwelkten Wesen zu verbinden. Hä? Das macht die aber da oben in dem Bild doch nicht. Moment, LT ist links 2. Drücke links 2, um dich zu verbinden. Drücke rechts 2, um die Kraft einzusetzen, während du mit dem Wesen verbunden bist. There's an old Antares word on the sage stone, Christ. It means to prepare something for breaking. To weaken. Hm. Ich komme hier aber nicht raus sonst. Wir haben gesagt, links 2. Und RT ist eigentlich... RTY und das damit... Also Y ist Christ. Hä? Ja, die haben doch gesagt Christ. Also Y nimmt er nicht an. B und A kann ich ja nicht nehmen. Y ist aber Christ. Was soll das? Bin ich zu weit weg vielleicht? Nee. Da stand erst LT drücken und dann RT drücken. Hier, Chris, drücke L2, um dich mit einem verwelkten Wesen zu verbinden. Ist halt nur jetzt gerade die Blume da. Es ist halt kein anderes Down. Wir kommen ja sonst nicht raus. Drücke RT, also R2, um die Kraft einzusetzen, während du mit dem Wesen verbunden bist. Was aber auch nicht funktioniert. Wie sollen das jetzt... Gelbe Blüten sind immun gegen Absorption, wenn sie nicht vom Christ betroffen sind. Und wie lange muss ich die da mit dem Christ schwächen? 3 Stunden? Keine Ahnung. Um meine Kraft einzusetzen, müssen... Das ist RB. Das ist mir nicht da... Wenn ich das wechsle, tut sich da auch nichts. Verlasse den Ort mit Hilfe des Nafita. Oder muss ich die Blume gar nicht machen? Doch, normalerweise schon, ne? Damit ich da rauskomme. Christ bedeutet Schwächen. Ja, das ist ja ganz toll, aber ich habe hier nichts. Ich will hier raus. Oh!
Nee, Moment, die war eben auch schon offen. Also ich drücke hier immer R2. Ach, ich muss das... Nee, ne? Ich muss das kurz hintereinander drücken und nicht lange gedrückt halten. Ja, das hat mir jetzt hier aber keiner erklärt. Was ist das denn für ein Mist? Gut, das muss ich aber noch ein bisschen üben, habe ich so das Gefühl. Ein weiterer Waisenstein, eine weitere Fähigkeit für die Nafita. Du siehst zufrieden aus und ich dachte, du wolltest nur alte Steine angucken. Wenn wir so weitermachen, ist Ava im Handumdrehen gerettet. Du meinst die Kreaturen von Ava. Die Kreaturen, die Namen, alles. Die Antarktis werden uns den Weg weisen. Ich weiß, die Antarktis, ich weiß es. Sie helfen mir auf jeden Fall bei meiner Mission. Aber hab nicht zu hohe Erwartungen, das ist alles. Wir sehen uns dann im Dorf. Okay. Could you come and see me? I have a small favor to ask. Ja. Alles gut. Dann muss ich aber trotzdem wieder an denen vorbei. Aber theoretisch kann ich die doch von hier oben machen, oder nicht? Also nochmal. Verbinden und dann ganz schnell hintereinander drücken. Ah, ja. Also es liegt wirklich daran, man darf es nicht gedrückt halten wie bei allen anderen, wie man es halt gelernt hat, sondern man muss ganz schnell hintereinander die rechte Taste drücken. Also R2. Da kommen wir jetzt wieder, genau, da wäre das jetzt wieder hier oben. Was sind wir denn hier? Rucksacktasche, sammle noch 3, um deine Rucksackgröße zu erhöhen. Wieso 3 Stück? Wollt ihr mich veräppeln? Ich habe doch gerade eine gesammelt. Wo höre ich denn hier was? Wo höre ich was? Ah, da. Sehr schön. Another strange non-artifact. Ja. So, wo sind die? Die gehen jetzt da drunter, war ja klar. Calm down. Calm down. Das waren alle, oder? So, die kommen direkt mit. Ja, das ist doch wunderbar. Dann kommt mal mit. Ich habe hier was für euch. Moment. Dumm, dumm. Das geht mir doch aus dem Weg hier. Gehen wir hinten mal gucken, ob wir da eventuell... Aber da kommen wir, glaube ich, nirgendwo hin, ne? Nee, das sieht doch nicht so aus. Nee. Komm zu mir, mein Kleiner. Und lasst euch nochmal streicheln. Das sah so niedlich aus bei euch. Oh. Kommt weiter, kommt weiter. Ich sammle den Rest hier schon ein. Oh oh. Können die das auch oder kann das nur der andere? Ah, kann nur der andere, ne? Mist. Na? So. Und zack. Wenn ich jetzt mit dem rübergehe, ist jetzt nur die Frage, greifen die den an? Muss ich den denn überhaupt hinbringen? Moment. Kann ich die durchs Wasser führen? Bin ich mir nicht so sicher.
Ach nee, aber ich könnte sie hier... Kommt ihr noch alle mit? Ja, ne? So, jetzt weiß ich auch, warum man das machen muss. Leute, kommt ihr mit? Hallo? Ihr sollt nicht flüchten, ihr sollt mitkommen. Wo bleibt ihr denn? Komm. Dein Ernst jetzt. Hä? Wieso kommen die nie mit? Echt nicht dein Ernst, oder? Hier ist aber doch nichts zum Wegmachen. Im Wasser geht das nicht. Weit weg vom Wasser. Da sind aber immer noch zwei. Alle mit. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, wo ich euch hinbringen soll. Das ist das Problem. Ah, hier ist noch meine Blume. Ist da ein Roboter drin? Nee, ne? Ah, aber eine Statue ist hier drin. Sehr schön. Hm. Hey? Hm. War noch nicht fertig. So, sehr schön. Aber hilft uns auch nicht weiter. Hier oben können wir noch was freimachen. Ihr würdet mich jetzt aber nicht nochmal angreifen, oder? Ach, da muss ich die... Moment, da muss ich die hier rüber führen. Mal mit. Ach, jetzt kann man das wieder nicht. Greifst du das? Ja. Ich muss mich erstmal irgendwie da hochkommen. Nee. Dann müssen wir hier rüber. Ich hatte eigentlich gehofft, da kriegt das direkt von unten aus hin, aber anscheinend nicht. So. Alter, was war denn das, was ich gerade gehört habe? Boah, ich habe irgendwas richtig Dunkles gerade gehört. So, jetzt kommt mal alle hier rum, damit ich mal einen aussuchen kann. Ich glaube, das war der Richtige, oder? Ja. Entschuldigung, falls ich dir auf den Schwanz getreten bin oder so. So, geh mal zur Seite. Geh mal weg da. Ich muss das aufheben. Und dann gucken wir mal hier oben. Endlich. Kommt alle mit. Kommt alle mit. So, zack. Wie viel haben wir jetzt? Ja, zwei von denen waren gerade mal dabei. Einer ist noch und drei rote sind noch dabei. In der Nähe. Einer ist auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist klar, aber wo sind die drei roten? Oder sind das die aus der... Nee, aus der Höhle? Die sind doch mitgekommen, oder nicht?
So, bleib du mal hier. Ich muss mal eben gucken, ob ich in der Höhle noch welche finde. Ach, tatsächlich? Sind die wieder zurückgegangen? Kommt mit, Jungs. Was macht ihr denn hier? Kommt mit, meine kleinen Kinder. Ich werde euch ins Verderben schicken. Nein, wir wollen sie natürlich retten. Aber ich habe trotzdem immer noch... Ah nee, das ist das zum Hochkommen. Ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, dass man die gar nicht retten muss, indem man sie halt eben wegschickt, sondern indem man das tut, was ja logisch wäre, nämlich den Planeten zu retten. So, hier ist jetzt keiner mehr in der Nähe. Und wir haben sowieso den Auftrag bekommen, dass wir wieder zurückgehen sollen. Und nochmal mit unserer Freundin reden sollen. Machen wir das doch. Aber diesmal auf eine ganz andere Art und Weise. So. Das nehmen wir mit. Zack. Irgendwo hier vorne. Genau, das nehmen wir auch noch mit. Und dann können wir theoretisch direkt nach Hause porten. So nicht. Hallo? Teleportier. Ach so, doch. Ach, ich bin ja auch so dämlich. Ja, 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 klar. Moment, wo komme ich denn hier drauf? Halten zum Reisen. Ich habe es noch nie gemacht, aber es funktioniert offenbar wunderbar. Dankeschön. Okay. Meine Freundin ist irgendwo da hinten. So, was hast du auf dem Herzen? Hey, Tab, du wolltest reden? Hey, erinnerst du dich noch an Dr. Margaret Tour? Dein Idol aus der Kindheit? Du hast ständig von ihr geredet. Dr. Tour hat den Cygnipavian entdeckt. Dr. Tour hat ein ganzes Jahr lang mit Xenowölfen zusammengelebt. Ja, ja, schon gut. Du warst besessen von ihr, also was ist mit ihr? Als sie noch im Außendienst für Aleph gearbeitet hat, hat Margaret Tour alle bekannten Planeten besucht. Und einer der Planeten, auf dem sie stationiert war, war Ava. Natürlich. Ich wusste doch, dass ich in der Avapedia von ihr gelesen habe. Ich konnte es kaum glauben, als Vaeti oder so es mir erzählt hat, aber... Dr. Tour hat in einem wissenschaftlichen Reservat hier im Grasland gearbeitet. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Bitte, Vic. Die letzten Aleph-Forscher hatten es ziemlich eilig, hier wegzukommen. Du hast alle ihre alten Gebäude gesehen. Sie haben nicht mal ihre Notizen mitgenommen. In einem der Gebäude muss noch etwas von Dr. Tour sein. Was ist mit... Halte ich an den Plan? Ich weiß... Aber wann bitte ich dich schon mal um so etwas? Bitte? Sieh einfach mal nach. Du bist so ein Fangirl. Ja, bring mir alles, was du findest. Notizen, Tagebücher, alles, wo Margarets Name draufsteht. Ach, jetzt nennst du sie schon Margaret. Meine gute alte Freundin Margaret. Ach, halt die Klappe. Jetzt geh schon. Ja, durchsuche das Forschungsgebäude. Das ist schon wieder die nächste Aufgabe, die wir haben. Ich sehe übrigens gerade das mit dem Fragezeichen. Ach, das ist Ishtar. Da gehe ich auch noch mal eben ganz kurz hin. Guten Tag. Oh, die Gehende ist wieder da. Wie bitte? Zwei Menschen sind dieser Tage auf Ava, aber nur einer geht. Meine Freundin kann auch gehen. Vielleicht. Du wirst überall auf dem Planeten hingehen, ja? Ja, wir retten Kreaturen aus jedem... Moment mal. Hast du etwa unsere Besprechungen belauscht? Wir hören nur Avas Lieder. Aha. Manchmal singt Ava von den Fremden.
und wie sie uns helfen können. Verstehe. Und wobei kann ein gewiefter alter Kräutersammler Hilfe gebrauchen? Siehst du diese Beete? Es sind 4, eins für jede Region von Ava. Unser Traum ist es, dass jedes Beet von Blüten geziert wird. Ein Beet pro Region. Die Farben von Avas Herbst. Eine Sammlung der wichtigsten Pflanzenarten wäre wirklich gut. Im Falle einer Evakuierung könnten wir alle Pflanzen leicht von einem Ort aus transportieren. Eine seltsame Sichtweise, aber Hauptsache sie motiviert dich, Gehende. Okay, ich mache es. Ich sammle Pflanzen aus jeder Region für dich. Wundervoll. Komm wieder, wenn du genug Pflanzen aus einer Region gesammelt hast. Dann pflanzen wir sie hier ein. Tamuras Flora ist wirklich bemerkenswert. Hast du die Pflanzen im Grasland für uns gesammelt? Hier bitte. Echt jetzt? Das ist sehr freundlich. Siehst du das Beet? Wenn du das nächste Mal vorbeikommst, wird es voller Blumen sein. Was die anderen Regionen betrifft, ich kümmere mich darum. Okay. Wir haben 6 Pflanzenarten mal eben so dabei gehabt. Ich habe keine Ahnung, was wir alles so mit uns rumschleppen, aber offenbar haben wir damit direkt die Aufgabe gelöst. Also einen Teil der Aufgabe. In die anderen Gebiete sind wir ja noch nicht reingekommen. Aber unsere nächste Hauptaufgabe, sage ich jetzt mal, ist erstmal das Forschungsgebäude zu durchsuchen. Und ich würde sagen, dass wir das auf jeden Fall auch machen. Ich weiß nicht, haben wir noch eine Hauptaufgabe in dem Fall? 2 Quests verfügbar? Ein grüner Daumen, das ist nur diese andere Quest. Ja gut, dann ist das im Endeffekt, so wie ich das verstehe, unsere aktuelle Hauptquest, sage ich jetzt mal. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, damit das Ganze so ein bisschen zusammenbleibt und ja, wir dann in der nächsten Folge eben gucken können, was sich da alles so in dem Forschungsgebäude befindet und unsere Freundin da irgendwie glücklich machen können, was das betrifft. Ja, unterstützt gerne meinen Kanal, indem ihr ein Like da lasst und einen Kommentar, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.